Hallöchen, ich wünsche euch frohe Weihnachten alle miteinander. Natürlich haut die Katze jetzt ab, war ja klar. Wir haben den 24. Damit geht langsam das Jahr 22 um. Und ja, bevor ich mich bedanke für die ganze Zeit, die wir hier die letzten Monate verbracht haben, denke ich, wir reden heute erstmal noch kurz über wichtige Sachen. Und dann schleime ich mich bei euch ein, okay? Dann machen wir so. Wir reden kurz über Clown Runs mit der Community und danach nochmal kurz über die Roadmap für 2023, was uns denn demnächst so erwartet. Da bin ich natürlich auch sehr hyped drauf. Aber erstmal Clown Run. Ich habe mich gestern mit so gesehen meiner rechten Hand, nicht das, was ihr meint, darüber unterhalten. Ey, Alter, wie sieht es jetzt eigentlich mal aus? Zweiter Clown Run, ja oder nein? Denn das Problem ist ja noch vorherrschend, dass meine Scrapperin ja bisher nur auf 4 Gravuren parkt. Ich hätte gern die 5. Gravur dazu. Das wird allerdings schwierig, wenn ich keine 12er Gravur, kein 12er Gravurbuch habe. Deswegen, da arbeite ich gerade dran. Klassengravur ist zu so teuer, Adrenalin ist teuer, verwegenschon Waffe ist teuer. Ist alles teuer. Dementsprechend ist natürlich die Frage, machen wir das jetzt damit oder nicht? Beziehungsweise gibt es in der Community Leute, die Lust hätten, mit uns den Clown zu machen. Da wir uns selber für mittlerweile confident genug halten, den gut auch mit anderen Chars runterspielen zu können, auch weiterhin auf Item-Level runterspielen zu können. Und wir dann auch natürlich sehr gerne jemanden mitnehmen würden, um ihm entweder zu helfen oder er uns zu helfen. Nein, haben wir natürlich schon einen Blick, der, mit dem wir gerne dabei hätten. Der war auch bei Breschaser dabei, als Bersi. Genau, du bist gemeint. Aber ja, ich wollte einfach mal fragen, ob das allgemein gewollt ist, dass ihr da Lust drauf habt, dass wir auch mal zusammen im Stream Clown machen. Wenn wir uns dafür entscheiden sollten, ist aktuell der Plan, dass Scrapper bei 4 Gravuren bleibt. Ich werde allerdings nicht auf Item-Level da reingehen, also nur ein Upgrade machen. Mein Plan ist es, mindestens 2 Upgrades in die Waffe reinzudrücken. Dann ist die auf 22, das wäre Sicko. Und dann Rüstung so weit wie geht. Also wenn wir uns dazu entscheiden, Scrapper klauen, dann wird da alles reingehaunt, was machbar ist. Und ich hoffe, dass ich da wieder Reinlack Plus spiele und das richtig hochgeht. Also ich möchte die dann natürlich nicht auf Punkt Item Level rein, sondern alles drüber, was geht für maximalen Schaden, maximales Leben, maximale Verteidigung und so weiter und so fort. Damit wir da gar nicht komisch rumfackeln. Wenn ihr Lust drauf habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Wir werden es auch im Stream nochmal besprechen, damit das auf jeden Fall klar ist. Ist der Plan, wollte ich euch daran teilhaben lassen. Und dann mal eben kurz zur Roadmap für 2023, was uns Lost Ark hier präsentiert, was jetzt Neues geben, worauf können wir uns mal freuen. Und die Meinungen sind gespalten. Ich finde das gut, so wie es da ist. Erkläre ich auch warum. Aber wie gesagt, die Meinungen sind gespalten. Viele sagen, oh, da kommt ja nicht wirklich was. Und oh, warum erst da? Hast nicht gesehen, willst du nochmal. Wir gehen ganz kurz durch. Das Bild ist super wichtig. Das heißt, wir wissen schon mal, was passieren wird. Ich freue mich sehr. Pinsel Plus. Das ist richtig. Liebe Helfer, Akesia, bla 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 bla. Ja, Fortschritt. Breschaser, hast nicht gesehen. Im Januar kriegen wir das Witcher-Event. Lost Ark trifft The Witcher. Es könnte mir nicht egaler sein, bin ich ehrlich. Das wird ein Skin, das Event, ich übernehme es mit, aber es ist nichts, worauf ich gehypt bin. Kann man die Skins von den beiden Dudes, die bekommen, sollen in Dings geben. Irgendwas mit Komfortanpassung für PvP-Geschichten, Gildensysteme. Alles irgendwie so, ja. Februar, das Spiel wird ein Jahr alt. In Europa zumindest. Beziehungsweise in der westlichen Welt. Gibt es eine Jubiläumsfeier? Wir werden den Kontinent Roven bekommen. Cool. Den können wir betreten ab Item Level 1445. Das sollte also überhaupt kein Problem sein. Wird da durchgequestet. Das Problem ist halt, Roven ist ein PvP-Kontinent. Und PvP tangiert mich peripher. Dementsprechend cool, dass er kommt. Interessiert mich aber nicht wirklich. Weiter unten im März gibt es dann Schlachtfeld von Tulubik. Ebenfalls ein PvP-Event. 48 gegen 48 auf dem Kontinent Roven, soweit ich das jetzt weiß. Ihr könnt euch denken, interessiert mich überhaupt nicht.
Das heißt also, bis März ist für mich eigentlich nicht wirklich was dabei. Allgemein ab jetzt erst im April. Erst im April wird es wirklich wichtig. Mit der neuen fortgeschrittenen Klasse Artist. Die Pinselalte, der Painter wird kommen. Support-Klasse, freuen sich viele drauf. Tatsächlich, ich eingeschlossen. Also, ich möchte mir auf jeden Fall eine machen. Bis April ist aber ein bisschen hin. Das sind 4 Monate. Und wie eingangs erwähnt, es gibt viele, die sagen, 4 Monate, kommt ja sonst nichts. Ich finde das ziemlich cool, weil das bedeutet, dass das Spiel erstmal ein bisschen entschleunigt wird. Wir haben sehr viel Content jetzt in einer sehr kurzen Zeit bekommen. Gerade jetzt auch haben wir haben ja jetzt November und Dezember jeweils die Klasse bekommen. Wir haben einen neuen Legion Raid bekommen, neuen Wächter bekommen und so weiter und so fort. Da wo wir ja alle noch beisitzen, aber das reicht auch erstmal. Und ich werde jetzt die Zeit nutzen können, Wings hochzuziehen. Main anzupassen, an Gravuren zu arbeiten oder halt auch mal ein anderes Spiel spielen. Kann man ganz gerne auch mal machen. Einfach mal ein bisschen Ruhe reinkommen lassen oder einfach nur ranfarmen. Einfach nur Sachen farmen, je nachdem. Wir haben heute Stand heute nämlich ein echtes Problem, Alter, weil wir sind im Stream so gut durchgekommen. Ich habe kein Konto mehr offen. Nix. Gar nichts. Aber das wird schön. Dann können wir endlich mal so ein bisschen runterfahren und das alles mal ein bisschen langsam angehen lassen. Die Klasse wird sowieso gemacht, habe ich richtig Bock drauf. Wird es sehr wahrscheinlich wieder einen Powerpass geben, ein Event dazu. Diesmal wird sich das Event mit ihr sehr wahrscheinlich, wird es einen Südwehren-Pass geben. Sprich, also wir werden die komplette Südwehren-Story skippen und dann dementsprechend ab da Fortschritt generieren. Ob es Hyper Express Event dann wieder bis 14:45 geht oder vielleicht sogar 14:60. Mal gucken. Aber ist es sehr stark auf Ansehen, dass wir einen Südwehren-Pass mit ihr bekommen werden. Wenn wir dann weiter runter scrollen, bekommen wir Hard Mode Brelshazzar. Oh Junge. Die alte können wir wegklatschen. Ab Alpen Level 15:40, 15:50 und 15:60. Auch deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass die erst so spät kommt. Weil Breshaza ist, wenn ich jetzt knackig sagen würde, wäre ein bisschen gelogen. Gate 4 ist ein bisschen anspruchsvoll. Aber wir brauchen natürlich erstmal die Hörnchen. Rüstung machen, aufwerten und so weiter und so fort. Also das darf alles gerne noch ein bisschen dauern. Da auch ein bisschen confident drin werden, weil es sind 6 Gates. Das wird ein bisschen dauern. Das cleart sich auch an einem Tag nicht so sauber runter. Es ist ein bisschen schwierig noch. Da kommt noch was zu. Aber ja, Breshazzar Hardmode wird kommen. Das wird ja wild, Alter. Krass, freue ich mich drauf. Zusammen damit Hanumatan, der neue Wächter-Raid. Der Affe. Viel schon drüber gehört. Hab mir mal ein Video angesehen. Ist wild. Sieht auch sehr beeindruckend aus. Ja, das wird dann der nächste Wächterboss sein. Und den können wir ab Gegenstandsstufe 15:40 machen. Heißt also, mit diesen Informationen wissen wir schon mal, in welche Richtung wir hauen werden. Also mindestens 15:40 und dann mal schauen. Wie gesagt, in der Zeit, wir haben viel Zeit, 15:40 erreichen. Da muss sich keiner hetzen und hassen nicht gesehen. Da kommt sonst nichts, ne? Behaltet euer Gold bei euch, behaltet euer Geld bei euch. Dreht nicht so am Rad. Man kann ja, wie gesagt, schön Twinks nachziehen. Dann können die noch die neuen Mats farmen. Das wird herrlich. Das wird super. Ganz entspannte Geschichte. Wird auch cool. Und ja, Ausblick, bla bla bla, Events, hast du nicht gesehen. Ist ja nur Teil 1. Wird ja noch mehr kommen. Und ja, das wird ja super. Wie gesagt, das wird jetzt 4 Monate dauern. Aber dafür haben wir etwas, auf das wir uns freuen können, auf das ich hinfiebern kann. Und ich habe da sehr viel Bock drauf. Und in der Zeit, ja, mal gucken, was sich da so ergeben wird. Zurück im Spiel haben wir einen Disconnect. Auch wild. Das Spiel ist im Arsch, wirklich. Oder jetzt, das Spiel ist so im Arsch, Alter. Fuck, die Hände kriegt das auf der Kette. Das wären auch soweit die Informationen, die ich für euch habe. Wir wollen gerne Clown mit der Community laufen. Deswegen, wenn da Interesse daran besteht,
Sagt gerne Bescheid. Roadmap für 2023 ist sehr cool. Und jetzt bleibt einfach nur noch das Geschleime. Denn ich möchte mich natürlich für das Jahr 2020 bei euch bedanken. Das war ein wildes Jahr tatsächlich. Also für YouTube-technisch und auch Stream-technisch war das eine sehr, sehr wilde Zeit. Da ist ja so ein kleines Hoppala passiert. Und seitdem habe ich die Ehre, ein paar hundert Leute mit meinen Videos zu unterhalten. Das freut mich natürlich sehr. Was natürlich Anfang des Jahres nicht geplant war, ist, dass Lost Ark einen derartigen Platz in meinem Privatleben einnehmen wird. Ich wollte das einfach nur spielen, weil ich da seit Ankündigung Bock drauf hatte. Dass das so eskaliert, okay, kann man mitarbeiten. Ich feiere das Spiel da bis jetzt immer noch fast wie am ersten Tag. Man hat Routine reinbekommen, da ist ja nichts mehr neu, außer Brelshaza. Aber ist krass geworden. Und das, ja, wie gesagt, dass ich jetzt mehrere Leute mit meinen Videos und auch in meinen Streams unterhalten darf, freut mich super. Wir haben deswegen natürlich unter anderem mit diesem Spiel eine wunderschöne Zeit. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen. Danke für eure Zeit, danke, dass ihr bei mir seid, euch das anguckt, bei mir kommentiert, meine Videos liked und auch in den Streams lurkt, schreibt, mitlauft. Macht das Ganze unfassbar angenehm und unfassbar motivierend. Deswegen hoffe ich auch, dass wir in 2023 eine schöne Zeit zusammen haben werden. Und vielleicht werden wir ja auch noch mal ein paar mehr. Wer weiß. Und ich wurde immer noch nicht im Partnerprogramm angenommen. Ich kann euch immer noch keine Drops geben. Es ist so scheiße. Mann. Aber sonst ist es doch schön, oder? Herrlich. Und damit entlasse ich euch in die Festtage. Feiert schon mit eurer Familie oder macht es einfach ganz gemütlich. Wir machen heute einen lockeren. Bisschen Essen hier, Geschenke. Oh, guck mal, hier, da habe ich was für dich. Ende im Gelände. Ja, genießt die Feiertage bei euren Verwandten und bei euren Großeltern. Und Silvester, gebt kein Geld für Böller aus. Macht es nicht. Trefft euch mit Freunden, so wie wir es machen werden. Vielleicht grillt ihr auch, weil ihr lol seid. Und schaut anderen beim Verpulvern ihres Hab und Guts zu. Ich bin kein Böllerfreund mehr. Ich bin da raus. Das war als Kind witzig. Witzig. Jetzt denke ich mir so, ein Knall sind 3 Euro. Ne. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit in Lost Ark. Genießt die Feiertage. Und dann sehen wir uns auch die Tage wieder. Ich werde live sein. Und ich habe ein paar Videos von euch. Da ist ein Rage bei. Oh mein Gott, das wird laut. Über die Feiertage ist eher unpassend, aber es wird krass. Haut rein.